Hallo liebe Lamas, ich bin's Alex und ich möchte euch in diesem Video mal etwas abseits der Brettspiele vorstellen. Es hat eher mit den Rollenspielen zu tun und ist auch da sogar etwas abseits, denn man könnte es als Zubehörartikel bezeichnen. Es geht um das Gamerboard von TP Media. Ein Gamerboard ist im Prinzip erstmal ein Whiteboard. Oder zumindest könnte man es in diese Kategorie setzen. Ich zeige es mal. Erstmal, hier seht ihr schon mal, was habe ich damit gemacht. Ich habe da eine Karte der Stadt Arkham, Massachusetts, also des Arkham Horror, des Cthulhu-Rollenspiels rein, um diese eben im Rollenspiel benutzen zu können. Dies wird natürlich nicht mit dieser Karte ausgeliefert, sondern das gute Ding kann man öffnen. Es hat hier Scharniere. Und es geht auf. Ich zeige das Ganze jetzt mal auf dem Tisch. Da sieht man jetzt, so ist es offen. Und ich kann hier dann die Folie rausnehmen. Hier sieht man darunter noch unseren Versuch des Sherlock Holmes Criminal Cabinet Spiels. Da haben wir quasi versucht, einen Code zu lösen. Das ging auch da besser. Das ist also quasi eine weitere Folie. Dann haben wir hier noch mehr Folien. Das sind quasi dann Raster, um sie mit verschiedenen Spielen benutzen zu können. Und hier, das ist eine glatte Whiteboard-Oberfläche. Die geht auch nicht raus. Die lässt sich zwar da drin ein bisschen verrücken, das ist aber nicht schlimm. Denn so kann man das Ganze mal als Whiteboard benutzen. Dafür gibt es auch eben spezielle Marker, die man dann wieder wegmachen kann. Die sind nämlich non-permanent. Ne? Das kennt man teilweise heute auch aus der Schule. Besonders ist, dass das Ganze magnetisch ist und es dazu auch Magnete gibt, wie zum Beispiel diese Pöppel hier. Gerade für Rollenspiele, um zu markieren, wo ist denn ein Spieler, ist das ziemlich cool. Oder eben auch hier Marker mit Nummern, um vielleicht zu markieren, wo sind bestimmte Geheimnisse, wo ist was Besonderes. Das muss man dann natürlich auf das jeweilige Rollenspiel anpassen. Ich habe jetzt hier Marker von 1 bis 10 und ganz viele verschiedenfarbige Pöppel. Ja, dann gibt es eben noch diese Stifte dazu. Das sind einfach Städler Non-Permanent Marker für Whiteboards. Fertig. Das ganze Ding hat jetzt die Größe A2. Das gibt es auch noch in der Größe A3, also noch eine Nummer kleiner. Ich fand A2 gerade für so einen Rollenspieltisch in der Mitte ziemlich praktisch und habe deswegen auch A2 angefordert bei den Jungs. Das ist ein Rezensionsexemplar. Ich wurde nicht dafür bezahlt, aber ich habe eben das Ding kostenlos bekommen, um es in einem Video vorstellen zu können und testen zu können. Die Scharniere hier knacken laut, wie man hört. Aber sie funktionieren sehr gut. Wichtig ist, die haben Schwung, wenn die zuklacken. Das bedeutet, man sollte nicht die Finger dazwischen haben. Also wirklich aufpassen. Da ist es wohl mal einem der ersten Rezensenten passiert, dass er den Finger dazwischen hatte, ganz unglücklich und sich da übel wehgetan hat. Ich finde, die Scharniere gehen super. Ich kann mir nicht vorstellen, wie das so passieren soll. Man hat hier auch noch Einkerbungen, wo man eben festhalten kann. Und dann kann man das Ganze zumachen. Wie gesagt, man kann einmal zum Beispiel, wie ich, einfach nur eine Karte in A2 ausgedruckt da reinlegen. So, das muss man ein bisschen auf das Silberne, aber unter die Ecken. So, genau. Zu. Und man hat hier eine Karte drin. Fertig. Jetzt ist natürlich die Karte, drauf rummalen ist doof, denn dann verändere ich die Karte für immer. Deswegen auf damit und zum Beispiel eine Folie drüber legen. Die Folie so, dass ich das ablesen kann. Genau, das ist oben, denn das ist die beschreibbare Seite. Drüberlegen und zu. Jetzt habe ich zum Beispiel eine Folie mit Raster, kann also auch gucken, okay, in welchem Teil seid ihr, wo ist zum Beispiel, bumm, hier ist die Bibliothek, die Nummer 8, das ist wichtig, da müsst ihr hin. So kann man das Ganze machen. Das werden mitgeliefert unterschiedliche Folien. Einmal zum Beispiel eine komplett durchsichtige und dann gibt es nochmal eine mit größerem Raster. Wobei, ob die im Lieferumfang sind oder ob man die extra dazu bestellen muss, das weiß ich gerade gar nicht. Ich gucke mal schnell nach.
Raster. Okay, die Raster kosten 3,90 Euro. Die muss man extra mitbestellen. Ja, ihr seht, ich finde, es hat einen vielfältigen Einsatzzweck. Denn man kann es nun mal eben im Rollenspiel benutzen. Man kann es in sowas wie Sherlock Holmes Criminal Cabinet oder Consulting Cabinet, da kann man es benutzen. Aber gerade im Rollenspiel erfüllt es halt seine Stärke. Die Raster sind dann eben auch besonders für so Rollenspiele wie Pathfinder oder Dungeons & Dragons, wo es wichtig ist, wo stehen die einzelnen Figuren, ja, wo im Dungeon. Man kann seine eigenen Dungeons damit malen, aber man kann eben auch in jedem beliebigen erzähllastigen Rollenspiel damit nochmal was verdeutlichen oder auch mal ein Handout einklemmen und alles. Also ich finde das Ding wirklich super. Die Verarbeitungsqualität ist top. Es gibt nochmal für die Rückseite solche Streifen, damit hier diese Schraublöcher natürlich nicht über den Tisch kratzen, weil das wäre der Horror. Man legt das Ding auf den Tisch, schiebt es kurz und kratzer. Nein, das passiert hier eindeutig nicht. Hier sieht man es auch nochmal, Gamerboard TP Media mit einem QR-Code. Das ganze Ding ist wirklich super produziert, kommt aus Österreich. Ist dadurch für die Versandkosten natürlich eventuell nach Deutschland auch ein bisschen teurer. Aber ich denke, wer Rollenspiele mag oder wer generell Spiele mag, wo man einfach was notieren kann als Gruppe oder so, kooperative Deduktionsspiele, für den könnte sowas eine coole Sache sein. Das Gamerboard selbst kostet in A1, also noch größer als das hier, doppelt so groß, also das da mal zwei, ne? Kostet es gerade 39 Euro, ist aber runtergesetzt, kostet eigentlich um die 50. Also ich hatte es auch in Erinnerung, um die 50 Euro müsst ihr dafür rechnen. Es ist also ein recht teurer Zubehörartikel. Ich kann hier nochmal jetzt genau gucken, damit ich nicht so viel Mist laber. In der Größe A3 kostet es zwischen 22,90 und 33,90 mit Zubehör. Das gibt es in verschiedenen Randfarben und die Größe A2 beginnt bei 39,90. Also das Teil hier bekommt ihr für 39,90 ohne Zubehör, ohne Whiteboard-Marker, ohne Folien, ohne Magnete. Das müsste man sich halt dann noch extra bestellen, wobei dann die Frage ist, ob man das nicht vielleicht sogar extern günstiger kriegt als bei den Jungs. Die haben sich aber einige Gedanken gemacht, also auch die Pöppel hier, die haben unten die Magnete eingelassen, aber dann als glatte Schicht, damit die wirklich ohne Probleme hier über den Boden rutschen können und da nicht groß was kaputt machen. Das, was es hinterlässt, sind Plastikstreifen, das kann man wegmachen. Folienbedingt, Whiteboardbedingt werden die Dinger nicht mehr hundertprozentig weiß. Das ist in der Schule so, also ich arbeite ja in der Grundschule, das ist hier so, das liegt einfach am Material und an den Markern. Da gibt es aber unterschiedliche Möglichkeiten, tatsächlich mit Öl abwaschen, ist eine Riesensauerei, würde ich nicht einfach so machen, aber um es wieder weiß zu bekommen, hilft das, weil Öl löst die Farbe, reagiert damit und weg damit. Ja, was kann man sonst noch großartig dazu sagen? Ich bin wirklich von dem Produkt, von der Qualität des Produkts super überzeugt. Es muss nur jeder seinen Anwendungsbereich finden und um es einfach mal zu überlegen, ist es ja schon eine recht teure Anschaffung. Das heißt, ich würde wirklich gucken, benutze ich denn oft Karten, wünsche ich mir ein Whiteboard, benutze ich Folien, schneide ich Dinge aus, bewege die rum, dann ist das Gamerboard von TP Media wahrscheinlich wirklich was Richtiges für euch. Ich könnte mir das zum Beispiel auch sehr gut vorstellen bei Shadowrun, wo man öfter mal Gebäudekomplexe und so stürmt. Bei Cthulhu ist der Anwendungsbereich tatsächlich meiner Meinung nach hauptsächlich auf Karten beschränkt, um da mal zu gucken, wo ist was, vielleicht auch mal der Plan eines Gebäudes. Aber es ist eben ein sehr narratives Rollenspiel, da wird das also nicht so dringend benötigt. Aber generell ist es einfach ein super Zubehörartikel und wenn es gar nicht mehr im Rollenspiel benutzt wird oder im Brettspiel, ja, dann führt eure Einkaufsliste drauf, hängt es euch an die Wand und es hat immer noch einen Zweck. Also es ist absolut kein sinnloser Artikel. Jetzt habe ich ziemlich schnell und ziemlich viel geredet, aber ich denke, die Message ist klar. Ich finde das Teil toll. Die Folien haben manchmal an den Ecken, da wo sie eingeklemmt werden, einen kleinen Schaden. Das ist aber nicht schlimm, weil das fällt wirklich unter diesen Eckbereich. Was mache ich jetzt immer mit den Folien, die ich nicht brauche? Das ist auch ganz einfach und zwar erstmal die Magnete runternehmen. Und dann, ich habe immer nur die aktuelle Folie plus das, was drunter sein soll, oben. Und alles andere habe ich natürlich, ich sollte es auch komplett aufmachen, alles andere habe ich natürlich unten drunter. Das heißt, das brauche ich nicht. Jetzt ist es natürlich runtergefallen.
Das lege ich also unten drunter. Und auch da vielleicht darauf achten, dass ab muss man lesen können bei den Folien. Das steht in der Ecke, damit man eben die Folie auf die beschreibbare Seite legt und sie damit nicht beschädigt. Es ist auch immer noch mal ein Sticker drauf, damit man sieht, was die beschreibbare Seite ist, weil das wäre echt schade. Die Folien sind nur einseitig beschreibbar, non-permanent. Die anderen, da haftet die Farbe einfach anders dran. Es ist manchmal nicht so einfach, es reinzulegen, wie ihr jetzt hier gerade seht. Ich fummel da ein bisschen, weil es nochmal auf diesem silbernen Rahmen liegen sollte, damit einfach wirklich kein Schaden entsteht. So, das habe ich jetzt. Dann haben wir hier die Folie mit ab zum Lesen. So, einmal drauf. Das ist dann jetzt einfach. Nur die erste Folie ist quasi die, die Schwierigkeiten bereiten könnte. Und jetzt wieder für mein Cthulhu-Rollenspiel die Karte von Arkham, wobei wir ja gerade nicht Arkham spielen, sondern Prag. Aber Pegasus hat es an dieser Stelle ja versäumt, eine schöne, downloadbare, ausdruckbare Karte von Prag beizulegen. Dementsprechend kein Futter für mein Gamer Board. Schade. So, das Ganze ist jetzt richtig reingelegt. Zu und Spaß damit haben. Ja, das war Alex von BoardGameJunkies.de als Rezensent bei Spielama.de mit dem Gamerboard von TP Media. Ich denke, den Link werden wir auch nochmal in die Videobeschreibung setzen, damit man sich das ganze Ding wirklich mal anschauen kann. Nochmal zur Erinnerung, das ist tatsächlich die Größe A2. Okay, ich würde sagen, wir sehen uns in einem der nächsten Videos wieder. Macht's gut. Ciao. Hallo und herzlich willkommen, liebe Lamas, zu einer neuen Rezension. Und zwar diesmal Shadows over Normandy, Achtung Cthulhu, von Asmodee und von Devil Pig Games. Das ist quasi der Nachfolger von Heroes of Normandy, Helden der Normandie, was damals noch beim Schwerkraftverlag rauskam. Ja, diesmal ist es jetzt eben im Vertrieb und in der deutschen Überarbeitung von Asmodee.